Namaste, mein Name ist Basant Sharma und ich bin staatlich geprüfter deutschsprachiger Reiseführer. Ich möchte euch gerne in meine Heimat Indien entführen und euch die bunten, vielfältigen, interessanten und geheimnisvollen Seiten meines Landes zeigen, dessen Seele sicher nur von jemandem geöffnet werden kann, der hier geboren und aufgewachsen ist und der auf sein Land stolz ist und seine Menschen liebt. Regelmäßige Besuche in Deutschland und der Kontakt zu unzähligen Besuchern von dort, die ich schon bei ihrem Besuch hier in Indien begleiten durfte, haben zu einem besonderen Verständnis geführt, das es mir ermöglicht, mich auf die Interessen und Bedürfnisse meiner Gäste aus Deutschland einzustellen. Gute Beispiele, um Indien kennenzulernen, sind Rajasthan im Norden und Kerala und Tamil Nadu im Süden. Lassen Sie sich in einem kurzen Ausschnitt davon gefangen nehmen. Eingebettet zwischen dem Arabischen Meer und dem Golf von Bengalen liegt der indische Subkontinent. Eine riesige Landmasse von über 3 Millionen Quadratkilometer mit einer 5000-jährigen Geschichte, ausgehend von der Induskultur bis in die nachkoloniale Neuzeit. Etwa 1,2 Milliarden Menschen mit 1600 verschiedenen Sprachen und 23 Amtssprachen leben hier zwischen mittelalterlichen Verhältnissen und supermodernen Industrien und Hochhäusern. Rajasthan, das Wort klingt nach Geheimnis und Märchenwelt. Von der gewaltigen Wüste Thar in der uralten Arauli-Gebirge, vorbei an alten Palästen, durch das alte Marwa, dem Tal des Todes, wie es früher einmal genannt wurde, hinein in das Sekhawati-Land, in dem früher Reichskaufleute ihre Havelis, ihr Reich mit Wandgemälden verzierten, prunkvollen Handelsniederlassungen oft mitten in der Wüste auf den Wegen der Seidenstraße angelegt hatten. Kamelkarawanen hatten hier einen märchenhaften Reichtum hinterlassen, der oft genug Anlass für kriegerische Eroberungen nicht nur unter den einzelnen Fürstentümern war. Von weit her zogen die Arier aus dem europäischen Raum, Araber aus Persien und Mongolen aus den weiten Steppen Sibiriens, um hier ihr Glück zu suchen, und bleiben oft Jahrhunderte oder Jahrtausende, mischten sich mit den Ureinwohnern und bildeten die Grundlage vieler Religionen, Mythen und Erzählungen von Liebe und Tod. Eine Reise durch diese Landschaft lässt gespannt sein, inwieweit sich eine solche eindrucksvolle Vergangenheit heute noch erspüren oder doch wenigstens erahnen lässt. Gewaltige Gebirge durchziehen vor allem den Süden Indiens mit tropischen Wäldern, die im Gegensatz zu den Trockengebieten und Wüsten im Nordwesten Indiens stehen. Nach den märchenhaften Palästen und Wüsten am Rande der Seidenstraße Rajasthans beginnt hier der kontrastreiche Süden Indiens, der durch die über 200-jährige Kolonialzeit geprägt ist und als der reiche und fortschrittliche Teil Indiens gilt. Hier beeindrucken vor allem die großen kolonialen Tee- und Gewürzplantagen, die Reisfelder, Nationalparks, Tempelanlagen, Handwerkkunst, als auch die modernen Industrien und ihre fortschrittliche Computertechnik, die sich hier entwickelt haben.